Wenn ich das richtig lese, ist es eine protestantische Kirche und das ist nicht verwunderlich. Hallo erstmal. Hallo, und bevor du hier Geschichtliches erzählst, würde ich erstmal sagen, wo wir hier überhaupt sind. Wir stehen am Camping Iselstrand, ja, bei Duisburg. Oder so ähnlich. War holländisch. Ja, sollte holländisch sein. Und es ist ein altes mittelalterliches Städtchen, frühmittelalterliches Städtchen, hat 212.000 Einwohner circa, aber natürlich auch Stadtrechte, schon seit dem 13. Jahrhundert, weil es nämlich zum Deutschen Orden gehört hat, bis die Protestanten es übernommen haben. Und deswegen ging ich davon aus, dass es eine protestantische Kirche ist, weil nach der Reformation die Protestanten hier dieses Städtchen übernommen haben. Das ist doch eine Hansestadt. Ja, ja, genau. Stimmt. Die sind ja irgendwann sind die der Hanse beigetreten, denn das war ja hier sehr gut am Kanal gelegen. Durch den Fluss war die Anbindung sehr gut an den Handel, an die Handelswege, und dadurch sind die der Hanse beigetreten. Ja, irgendwann im späteren 14. Jahrhundert. Ja, die ist zu. Das ist eine protestantische Kirche. Durch den Kanal, also Isel oder Fluss, ja, waren die sehr gut an die Handelswege angeschlossen, und deswegen haben die sich auch der Hanse angeschlossen. Ja, und das war irgend so im späten 14. Jahrhundert, meine ich. Nein, mittlere 15. Jahrhundert war das. Ist doch 1300 noch was. Okay, nein, dann war es halt 1400 noch was. 1300 ist es abgebrannt. Im 14. Jahrhundert ist es abgebrannt. Okay. Im 15. Jahrhundert haben sie sich der Hanse angeschlossen. Ah, okay, alles klar. Und im 16. Jahrhundert sind die Protestanten eingefallen. Ah, okay. Das haben also die Jahrhunderte alle geklärt. Okay, das war jetzt die Geschichte im Schnelldurchgang. Ja. Und jetzt schauen wir uns dieses Städtchen einfach mal an und zeigen euch ein paar Eindrücke, oder? Die Realität schauen wir uns jetzt an. Und zeige euch das ein bisschen. Jawohl. Ja. Und dann gibt's was zu essen, oder? Ja, oder einen Kaffee oder irgendwas. Mal schauen, was wir machen, oder? Gut, also sehr schön. Gute Aussichten. Zeichen. Helles Lieblingsschild. Er muss absteigen seinem geliebten Drahtesel. Das ist in Holland Straßen gibt, wo man mit dem Fahrrad fahren darf. Das ist ja eigentlich unerträglich, oder? Ich sollte ja halt auch gemütlich durchgehen. Und hier diese netten, schnuckeligen Läden anschauen und natürlich auch etwas kaufen.
was liebt die Ussi außer mich? Kekse. Die schmecken bestimmt auch ganz gut. Wollen wir ausprobieren. Unbedingt. Ja. So, Ussi, und wo sitzt man, wenn man in Duisburg ist? Als behelmter Deutscher. In der Waag. Genau. Was auch immer die Waag ist. Ich habe es nicht draus gemeint. Also die Waag ist es offensichtlich nicht die eine. Aber Brauerei, die Brauerei, irgendein ein spätgotisches historisches Gebäude. Mhm. Also heute ist der Pub drinnen und da lassen wir uns jetzt was schmecken, oder? Ja. Gut. Während die Ussi wieder unentschieden überlegt hat, was nehme ich jetzt zu mir, ja, habe ich schon wieder alles recherchiert. Und Ussi, was ist die Waag? Du hast recherchiert, ich habe jetzt einen Kaffee bestellt. Das ist das älteste Gasthaus in den Niederlanden. Seit 1478 steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Und in so einem historischen Gebäude oder sagen wir davor, sitzen wir jetzt und trinken Kaffee, Helle natürlich. Bier. Bin ja im Urlaub. Also, wenn ich schon im ältesten holländischen Lokal sitze, ja, hätte ich wenigstens ein holländisches Bier gehabt. Ja, vielleicht hätte ich nach einem holländischen Bier fragen sollen. Oh ja. Nächstes Mal bin ich schlauer. Aber ich habe Kaffee und Keks. Aber auch keine von Duisburg. Sowas wie der Heringstod. Wo ich Matthias sehe, muss ich essen. So, okay, ist ja mal eingekauft. Das haben wir jetzt leider nicht gefilmt. Oh ja, schade, dabei war es da so richtig toll drin in dem Laden, gell? Dann filmen wir das Essen. Und haben sogar noch einen Käsehobel dazu schon gekriegt. Ja, weil sie, ich glaube, 8 Jahre in dem Laden sind. So, und jetzt wollten wir nur Senf einkaufen und auch in die Senffabrik gehen und das wollten wir euch auch zeigen. Aber wegen Familienumständlichkeiten ist es am 5. und am 6. Juli geschlossen. Und heute haben wir Zallertag, den 6. Juli. Und somit ist geschlossen. Geslotten. Ja. Weil die Familienumständigkeiten. Ziemlich gut holländisch. Ja, wird immer besser. Nur 3 Wochen hier und wir sprechen das perfekt. Leider sind wir keine 3 Wochen hier. Wir müssen schon dort ziehen, jetzt nach so vielen Filmen. Ja. Okay, fahren wir zurück zum Campingplatz. Dann fahren wir zum Campingplatz zurück. Wetter hält sich doch ein bisschen und wir machen uns jetzt einen schönen Nachmittag. Ja. Einen entspannten Samstagnachmittag. Vor unserem Gustl. Jawohl. Dann verabschieden wir uns aus Duisburg. Wir korrigieren es, wenn es falsch war. Also bis dann, wir sehen uns. Und wenn es euch gefallen hat? Wie immer, wir freuen uns riesig über einen Daumen nach oben. Wir sind überglücklich darüber. Unser Dank wird euch ewig nachschleichen. Ja. Oh, der Helle wieder, ja? Also auf jeden Fall, macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss. Mein Hut.
Und wie sieht es aus mit der Kamera? Läuft. Und? Sind wir beide drauf? Ja, ich denke. Ja, siehst du es gleich? Doch. Okay. Wenn ich richtig gut habe, sind wir beide drauf. Hast du auch Messer? Ja. Okay. Mhm. Heiß? Mhm. Heiß. Da unten ist es besser. Ja, gern. Nee, Feuern ist nicht schlecht. Oder? Mein Holland schmeckt da irgendwie.